Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever Berlin Map. Und ja, ich kann jetzt schon voraussagen, dass es heute mal wieder eine längere Folge gibt, weil ich habe vor, von Südkreuz nach Lichterfelde, beziehungsweise hier unten, beziehungsweise nein, hier oben, Teltow Stadt, die S25 weiter zu bauen. Ich würde sagen, in der Folge schafft man das wohl nicht mehr, dann auch Züge drauf fahren zu lassen, aber ich will gleichzeitig die Regionalexpressstrecke von Teltow über Südkreuz Hauptbahnhof beziehungsweise ja, Hauptbahnhof, da muss ich dann auch mal überlegen, da machen wir wohl einmal dann Großumbau. Da muss ich wirklich überlegen, wie wir das da machen. Aber dann hier einfädeln und dann vielleicht hier ausfädeln. Weil so viele Züge fahren da ja jetzt noch nicht lang. Werden wir sehen. Aber zumindest können wir zumindest gerne würde ich hier unterirdisch noch einen Bahnhof hinsetzen, beziehungsweise tiefer gelegt, aber dann müssten wir hier die Tramstrecke irgendwie verlegen. Ich meine, hier haben wir ja noch ein Gleis frei. Und das ist die Frage, ob wir da irgendwie noch was. Ja, das könnte eingleisig, könnte da sogar passen. Wenn man das so sieht. Aber es wird sauteuer. Die ganzen Häuser hier abzahlen. Vor allen Dingen das eine halbe Million. Uiuiui. Deswegen. Vielleicht wäre das sogar besser, das nur noch viergleisig zu machen. Damit wir hier an der Außenseite mehr Platz haben. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, wie gesagt, ich denke mal, da kommen wir drauf zurück, wenn es wirklich soweit ist. Ja, hier hält er dann, genau, und dann müssten wir ja hier rum, würde sie schon anbieten, dass wir dann hier unterirdisch rum und dann vielleicht hier raus und dann da hoch. Ja. Schauen wir mal. aber erstmal würde ich sagen, wir fangen hier unten an und passenderweise können wir hier schon eine neue Station hinsetzen. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist in Ordnung. Das können wir nochmal so abreißen. Und da kommt dann nämlich die Station am Priesterweg hin. Jetzt müsste man gucken. Einmal feine Einstellung. Und dann noch ein bisschen ranzoomen. Noch einmal drehen. Genau, so wollte ich es haben. Und dann bitte schön noch ein bisschen rüber. Einigermaßen. Da bitte schon einmal die Oberleitung weg. Und dann können wir das wunderbar anschließen, ohne dass der Zug langsamer oder beziehungsweise die Züge langsamer fahren müssen. Bevor ich es vergesse. Ja, vor der letzten Mitfahrt ist mir dann auch eingefallen, dass ich oben, jetzt ist er jetzt, wo ich hier wieder dran bin, da ist es mir aufgefallen, dass ich hier vergessen habe, die Stationsnamen richtig anzugeben. Ich glaube, das war noch, genau. Das musste noch weg. Jetzt muss ich mal gucken.
sei es mir verziehen. Jetzt muss ich hier einmal rüber. Den anderen Bildschirm. Wo haben wir es? Alt-Reinickendorf. Okay. Und na. Zack. Sind wir da. Und das sind dann Alt. Reinickendorf. Das habe ich natürlich wieder vergessen. Auf dem anderen Bildschirm runter zu scrollen wieder. Ach, das heißt, wir nochmal verziehen. Weil ich muss ja dahin. Genau. So. Da sind wir aber schon wieder. Das haben wir denn schon mal. Da können wir wunderbar Straßenanbindung machen. Dann einmal so lang und einmal so lang. Hält der auch? Okay. Dann machen wir das. Das ist ja so und so. Würde ich schon fast sagen, wir splitten da schon die Strecke. Ich hoffe, es wird gleich. Sichtbar, was ich meine. Das war nämlich einmal. Das. Na. Das einmal so machen. Dann so rum. Jetzt haben wir eben kein Geld. Kein Problem. Noch einmal ein bisschen weiter. Oh, ach, das war der 28. Februar. Okay. Sei es drum. Ja, 1 Million können wir noch mal. Aber ich hoffe mal, dass wir auch so. Vielleicht nicht. Hm, sei es drum. Dann haben wir uns nochmal die 1 Million. Ich würde jetzt aber gerne das so und mach dann da die Verbindung dran. Dann machen wir das so hin. Ja, schön einmal gruppieren. Genau, und das ist dann Lichterfelde Ost. Da kann man sogar sagen, das S und RE. Hoppala. Ohne Leerzeichen dann. Da müssen wir das dann auch machen. So. Das hier Regionalexpress und hier die S-Bahn lang fährt. Dann müssen wir da einmal die Oberleitung wegmachen. Und dann ja, müssen wir hier gucken. Dann müssen wir den Bahnhof hier eventuell auch noch ändern oder wir setzen da auch noch was hin. Ich hoffe mal, dass ich das immer noch. Ah, da sind die Leute weg. Reißraum. Das passt aber. Südkreuz. Obala. Einmal so. Und so.
müssten wir da. Das können wir jetzt auch schon alles machen. Machen wir die Brücke dahin. Wenn das dann geht. Halt. Dann kann ich das hier auch noch eben. Kann ich das auch schon? Na, da will er erst eine Umfahrung haben. Sei es drum. Dann machen wir da einfach einen Tunnel hin, oder? Machen wir da einen Tunnel hin. Ja. Bitte schön mit. Überleitung. Nein. Da. So. Jetzt. Also elektrisch. Schließen das da an. Und wir machen das so hin. Fahrzeug im Weg. Okay. Was ist, wenn wir den einmal... Ah, macht er nicht. aber wenn ich das jetzt hier wegmache... Ne, dann ist das Fahrzeug auch noch im Weg. Aber immerhin fahren sie dann da nicht mehr lang. Hier ist dann für freien Verkehr gesorgt. Tja, der Tunnel ist auch nicht so optimal gewählt. Hätte ich noch einen anderen Tunnel nehmen müssen. Sei es drum. Ja, wie ihr seht, jede Menge Umbauten hier. Und wohl doch, da könnte ich von hier dann schon untertunneln. Und dann da raus. Das sollte dann kein Problem sein. Dann machen wir hier eine leichte Kurve, damit wir hier mehr genug Platz haben, um den Tunnel hier hinzumachen. Nicht der volle Ost wäre das, ne? Dann wäre schon Langwitz und Südende. Das ist die Frage. Ah komm, machen wir die Haltestellen auch. Damit das doch schon realistisch ist. Das sollte passen. Dann machen wir so ein. Und die gelben. Dann machen wir es einmal so hin. Einmal bitteschön Oberleitung weg. Auch Oberleitung weg. Dahin. Ich denke mal, es ist sinnvoll, wirklich, so wie ich das geplant habe, auch erst den Regionalexpress dann drauf fahren zu lassen. Jetzt muss ich mal gucken hier. Da und dann so. Ja, dann mach was so, wenn das anders nicht will. Da bin ich flexibel. So. Jetzt machen wir das schon mal. Dann, tja. Das lassen wir auch mal. Ostdorfer Straße wäre dann hier die Haltestelle. Auszulassen. Da wird sich vielleicht auch anbieten, zumindest da die Strecke zu untertunneln, damit die Trams nicht allzu sehr blockiert werden. Sagen wir es mal so. Tunnel sind teuer. Das merke ich gerade. Und da ist dann auch noch die Frage, ob... weiß ja nicht, wieso der... Achso, weil ich das gerade hoch hatte, ne?
Okay, jetzt soll er schon ein bisschen tiefer gehen. Das auch. Ja. Jetzt muss ich doch mal weiterlaufen lassen. Weil ohne Moos nichts los. Sprichwort heißt. Ah, 63.000 in einem Tram. Das ist auch ordentlich. Ja, zurzeit sieht es noch nicht besonders gut aus. Das sieht hier aber schon ordentlich aus. Ja gut, das staut sich jetzt hier, weil hier alle rumfahren. Wupp. Na. Ah. Eine Millisekunde. Ich habe es nur gerade im Augenwinkel gesehen, also 800.000 hatten im Plus. Sei es drum. Ach, da sind jetzt keine. Das ist aber doof. Aber das ist schnell korrigiert. Jetzt machen wir das hier erstmal weg. Ja. Mit garantierten Tinnitus auch noch. Abbruch. Ja, dann mache ich die Straße doch darüber, weil sei es drum. Ich könnte die Straße eigentlich auch hier rum machen. Dann machen wir das super da. Dann ist das wenigstens angeschlossen. Sei es drum. Genau. Das Nadelöhr ist jetzt weg. Ja, Tunnel müssen wir auch noch machen. Obwohl, wenn wir so einen Bogen haben, dann schon da runter. Müssen wir hier nicht so tief. Na doch. Es geht. Dann gehen wir hier hoch. Können wir hier vielleicht sogar rüber. Ist vielleicht noch sinnvoller. Doch mal. Ja, das habe ich mir gedacht. Fast vermutet. Das ist ärgerlich, weil sowas sau teuer ist. Jetzt gucke ich mal. Nein, bitte schön noch nach unten. Ist, ich müsste eigentlich nur bis hier runter. Das, ich glaube, das reicht nicht, oder? Doch! Aber wieder Glück. Wieder Glück, Glück. Dann bitteschön. Parallel. Das macht er auch. Sehr schön. Und so, das Lichterfelde. Ah. Lichterfelde Süd. Okay. Und dann Teltow Stadt. Lichterfelde Ost. So. Ost, ja, das ist da. Das hatte ich schon, ne? Ja. Dann, das ist in Ostdorfer Straße. Und, ja gut. Lichterfelde Süd. Dann Teltow Stadt. Und Teltow. Wie machen wir das? Teltow Stadt und Teltow. Sollen wir das zusammenlegen? Ja, eigentlich ist es ja nicht korrekt, ne? Das ist es ja. Ich mache hier erstmal. Ich glaube, das kriege ich so hin. Na.
Oder auch nicht. dann doch noch ein bisschen ranzoomen. Ja, sei es drum. Oder so. Oberleitung auch wieder weg. Ich glaube, dann wird das Geld wohl aus Erfahrung mache ich mal die äußere. Das und das. Das kostet 58.000. Ja. Und jetzt wird es parallel nicht mehr reichen. Aber kein Problem. Wir haben noch ein paar Tage über. Jetzt will ich das anschließen und dann sagt er Kollision. So, und wenn ich das so mache, dann nicht. Das ist halt Train Fever. Wie es lebt und lebt. Ja, dann mal hier Telto Stadt. Und da Telto. Preis drum. Hier vielleicht noch eine Verbindung hin. Ah, da muss ich sowieso auch noch. Da kriege ich die Straße durch. Ach, jetzt mache ich hier überall Trams mit dran. Will ich doch gar nicht. Was ist das noch? Ah, das passt nicht. Nicht schlimm. Hier unseren Trick. Und jetzt sollte ich das eigentlich genau auch noch aufleveln können, ohne dass er sagt, dass er irgendwas im Weg ist. Na, das ist wieder falsch. Nein. Genau. Da war's. Wieder falsch. No, da haben wir's. Die S-Bahn endet da. Na, können wir das machen? Natürlich eingleisig. Kriegen wir das so hin? Das einigermaßen. Ja, machen wir das so hin. Auch teuer. Dann so. Die Strecke ist in Wirklichkeit deutlich länger. Kann das sein, dass die Strecke sogar zwischen Lichterfelde Süd und Teltostadt, dass sie auch tatsächlich eingleisig ist? Ich kann mich da täuschen, aber ich meine, das ist so. Ja, und hier machen wir dann. Dann verlängern wir die Straße hier runter. Und machen da dann. Viergleisig. Ist das Telto? Das ist Telto Stadt. Schlecht aus. Alles hochmodern. tja, dann können wir hier da natürlich endlich mal Hochgeschwindigkeitsstrecken wieder bauen. Ist ja auch schon eine Ewigkeit her. Das letzte Mal gebaut haben. Da sehe ich gerade ein LKW, okay. Die Straße schließen wir auch mal komplett sofort an. Können wir das auch durchmachen? Diese und diese, bitteschön. Und dann von da hinten da anschließen.
den Bahnübergang. Sehr schön. Und ja, da fahren wir so. Machen wir so hin. Das so hin. Und ich will eigentlich in die andere Ecke. Ah, da sagt er. Ist ihm da schon zu wenig Platz? Na, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Was will er, wieso will er denn da nicht dran? Ha. Sehr komisch. Mag er nicht. Ah, bei Transportview. Ach, weil das schon. Ah, okay, okay, okay. Weil das schon die Weiche ist. Ja. Dann ändern wir das doch nochmal. Wir machen das so. Und dann so hin. Und ziehen das dann bis Maximum hoch. Sehr schön. Und jetzt sollte es eigentlich gehen. Sagt er natürlich wieder in zwei Schritten bauen. Jetzt macht das aber. Ja, Maximum an Geschwindigkeit rausholen. Jetzt wollte ich eigentlich. Jetzt kann ich aber nicht mehr das machen, was ich eigentlich vorhatte. Tja. Doch. Ich lasse das so. Mach dann von hier dann. Hoppala. Das würde sogar einigermaßen passen. Dann machen wir da ein Depot hin. Und versuchen da dann. Habe ich da genau? Na, genau in die Ecke getroffen. Tatsache, gibt's ja nicht. Sei's drum. Machen wir sowas. Ah, dann will er so direkt eine Kurve machen. Und da noch eine Straße hin. So, kann hier vielleicht sich noch was ansiedeln. Ja, weiter die Strecke anbauen. Ah, da brauchen wir aber ein bisschen mehr Geld. 255.000. Wird zwar auch nicht reichen, aber fürs Erste. So, und dann angeschlossen. So, und da wäre jetzt die Möglichkeit, entweder oben drüber oder unten drunter. Ich würde sagen, unten drunter. Weil das natürlich wieder so teuer ist. Schwierig. Und das ist auch noch die Frage, ob das überhaupt. Ja. Geht sich gar nicht aus. Das ist das Problem. Doch ein bisschen nach hinten setzen müssen. Sei es drum. Das ist die Frage, was war das jetzt für ein Bahnhof? Normaler war das nicht. Nehmen wir den.
Ja, dann ist natürlich auch der Radius nicht mehr richtig. Und das so hin. Oberleitung bleibt. Wollte ich jetzt schon wieder wegmachen. Macht der Gewohnheit. Ja, dann natürlich wieder kein Geld. Und dann ist schon wieder ein Monat rum. Muss auch wieder ein bisschen warten. Aber es sollte doch. Sollte doch aufgehen. Ja, da bin ich zu früh. 26.000 reicht nicht. Das reicht. Jetzt habe ich ja, muss ich nochmal den Bahnübergang nachträglich aufleveln. So. Ja, ich würde sagen, jetzt kann ich sowieso ein bisschen laufen lassen, weil für den Tunnel brauche ich noch ein bisschen mehr Geld. Das hier. Ja, aber es wird, es wird. Auch von dem Tempelhof. Lichterfelde Tempelhof, schon richtig viel. Ach, in der Zeit. Ah. Ja. Kann ich die neue Station schon mal anschließen. Oh, jetzt. Ah, da ist er. Und na, komm schon. Nochmal einen großen Gewinn hier. Ja, haben wir doch 926.000. Das ist 3 vor 3. Dann bitte schön nach da. Da ist schon wieder ein Schreibfehler. Zentrum. Nein, so. Dann hier einmal korrigieren. Nicht Attilstraße, sondern Attila-Straße. So. Das ist erledigt. Oh, wird immer halb voll. Ist 2. Ich glaube, das wird auch gut benutzt. Ja. 49 ist die einzigste Verbindung, ja. Von Ringdorf nach Tempelhof. Hier rüber und dann in die S4 umzusteigen. Beziehungsweise in die Tram könnte man auch. Im Nachhinein müsste man gucken, könnte man die Tram eigentlich hier einstellen, so dass sie auf jeden Fall zumindest mit dem Regionalexpress fahren. Zumindest, dass die Tram dann nur noch bis Südkreuz fährt. Hier steht zwar Tempelhof, aber die Station ist Südkreuz. Genau. Ja, müsste man dann gucken. Ich glaube, ich fange hier an, weil das doch am schwierigsten wird, glaube ich zumindest. Da gehen wir schon mal runter. Das ist perfekt. Oder schon fast das ganze Geld dann weg. Das wäre noch teurer. Das ist die innere, ne? Ja. Jetzt habe ich doch so einen alten Tunnel genommen. Jetzt muss er ja doch wieder ein bisschen weitermachen. Auch nicht gedacht,
dass das so teuer ist. Und wir müssen hier nochmal einen Tunnel machen. Eieiei. Und hier haben wir dann gleich wieder so eine halbe Sprungschanze. Und zwar rechtzeitig ausgemacht, aber... So was, dann mache ich da... Brücke hin, oder? Dann aber bitte schön. Jawohl. Das ist nur Minimum. Tja. Das passt doch. Dahin. Hehe. Ich das auch wieder nicht. Ah, doch. Das passt. Aber 200.000. Wow, was ist das denn? Oh, da gab's aber... richtig viel? Ah, das konnte... Entschuldigung, das könnte unser Ölzug gewesen sein. Kann sein, dass er in der vorherigen Runde vor einem Monat oder zwei Monate oder drei Monate schon erneuert worden ist. Und jetzt schon mit mehr Öl fährt, dass wir jetzt fast 4 Millionen gut gemacht haben. Also normal. Wir haben jetzt November. Wir sollten eigentlich, die Einnahmen müssten dieses Jahr nochmal steigen. Dadurch machen wir noch deutlich einen Gewinnsprung. Jetzt muss ich mal gucken. Das sollte eigentlich... ist das das linke Gleis? Ja, das ist auch. Nicht, dass ich hier jetzt Bockmist mache. 375.000. Ich habe doch nicht so viel Geld. Und schon reicht's wieder nicht. Aber wir sind erst Mitte des Monats. Dürfte kein Problem sein, dass er dann nochmal zwischendurch nochmal Geld machen. Da haben wir es auch schon. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass das Teilstück, das kostet auch nochmal eine halbe Million, dass das so teuer ist. Ich hoffe, das bringt auch ordentlich viel Geld ein. Wenn nicht, dann haben wir ein paar Millionen umsonst in den Sand gesetzt. Sagen wir es mal so. Na, jetzt bräuchte ich noch mal ja, da haben wir's. Juhu! Das erste Teilstück geschafft. Für so ein kurzes Stück vielleicht 2 Millionen ausgegeben. Jetzt muss ich nochmal, das heißt mir verziehen, nochmal rüber switchen. Ach. Ich mag das gerade nicht. Hier auf der anderen Seite. Wenn wir irgendwas runterladen. Aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier.
Okay, ich wollte nämlich gucken, wo. Wo doch eigentlich ist es sichtbar. Gut. Die halten dann auch nochmal Potsdamer Platz, okay. Das wollte ich nur wissen. Kreuzberg, das ist die Jörgstraße. Fahren die nämlich vorbei. Das ist es nämlich. Und da waren aber auch viele, ne? S2 und S1, okay. Und dann nehmen wir halt Potsdamer Platz. Potsdamer Platz erst. Genau. Und macht dann Schlenker. Na, da bin ich. So, wieder zurück. Zum Hauptbahnhof. Ja, die Strecke, die wird einfach. Hier wird's wieder schwierig. Da, ich sagen, die Strecke geht erst rechts rum, dann links rum. Weil dann eigentlich links am Potsdamer Platz, linke Seite. Hier könnte man dann auch Anhalter Bahnhof sofort mitbauen, wenn man dann schon mal die Strecke macht. Da wir hier sowieso unter Tunneln, so wie es aussieht, muss ich von hier bis da einen Tunnel machen. Nicht so schön, weil ich hier einfach, oh, da sehe ich gerade, kann ich die Oberleitung auch noch wegmachen. Alle sind die Leute dann weg, will ich auch nicht so haben. Das einzigste wäre hier den Bahnhof und dann nochmal runter. Bahnhof muss ich ja gar nicht, das wäre nur die Strecke. Doch, Platz hätte ich. Wenn ich das schaffe, dann vielleicht hier dann Tunnel runter. Also die Mitfahrt, die, also da sieht man dann vielleicht schon auf jeden Fall was. Sagen wir es mal so. Aber das sollte wirklich gehen. Dann müsste ich ab da. Ja, da müsste ich eigentlich hier schon. Das ist die Frage. Das sollte. Zwar nur 111, aber sei es drum. Ha, da haben wir schon wieder kein Geld. Da haben wir schon wieder kein Geld. Ach so, ja. Das reicht auch nicht. Ich bräuchte noch mal einen Monat rum. Dann können wir wieder schnell Vorlauf machen. Dann müsste ich das hier. Ich will keine Häuser abreißen. Erstens ist es teuer. Und zweitens ist es ja eigentlich nicht Sinn der Sache. S1 und S2, wie das aussieht. Oh yeah! Neues Fahrmaterial. BR612 MT. Dann hat er 600.000 gekriegt. Hoppala. Das mal weg. Wische ich den noch? Ja. Finanzen. Sehr schön, sehr schön. Okay. Vor 2 Jahren noch gar nichts. Und jetzt deutlich im Plus schon, ne? Okay, und die auch im Plus, aber zurzeit keiner drin. Dann waren die bestimmt in die andere Richtung. Und die haben gerade die S2 genommen. Wollten wir nicht die S1 nehmen? Sei es drum, nehmen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Dann natürlich
geht's bergauf. Ah, okay. Okay. Das mag er schon nicht. Ich muss da schon rüber. Dass er da immer sofort eins nehmen will. Manchmal ist es natürlich gut, aber oftmals kann man so sagen, ist es doch nervig. Sage ich jetzt einfach mal so. Die Ansicht ist nicht so optimal. Dann haben wir das. Jetzt sind wir schon fast eben. Ich muss aber mal gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen dahin, ne? Läuft ja parallel, ne? Deswegen will ich das gerne beibelassen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht geht. Und dann müssen wir da halt runter. Nur 9000, das geht wohl auch noch. So, und jetzt ist dann eigentlich nur noch die Frage, das wird sogar auch gehen. Habe ich ein Schwein oder habe ich ein Schwein? Also, ich glaube, ich habe 5 Schweine heute. Dass das alles so locker flockig passt. Mit einer, das passt auch. So, dann haben wir eigentlich jetzt erstmal die größten Kostenfaktor erledigt. Ja, das geht nicht. Immer noch nicht genug. Na komm schon. Das hat gepasst. Nur noch 8000. Ach, nochmal Glück gehabt. Haben wir gerade 600.000 dazu gekriegt. Mit etwas Glück. Aber da muss ich wieder die Seite wechseln, ne? Das noch bis zum Bahnübergang. Und dann... Ja, sei es drum. Ja, das ist auch wieder so ein spezielles Thema mit dem Brückenpfeiler Kollision. Das würde aber sogar ausreichen. Wenn nicht, muss ich hier ein eigenes Gleis machen mit Brücke, wenn es nicht anders geht. 90 ist ein bisschen durch mit 120. Man sehe und staune, da sind fast, ist schon wieder das ganze Geld weg. Muss ich noch mal weiterlaufen. Ja, ich hätte noch mal, obwohl 136.000. Aber der Mitfahrt, da bin ich selber gespannt. Kommt bestimmt gut rüber. Und von dem Fahrmaterial müssen wir uns auch noch aussuchen. Das war eben klar. Ist mir aber jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Schnuppe, weil dann mache ich das einfach so. Mach das so und setz das da dran. Und dann S-Bahn halt, und das ist
wieder das, ja, Oberleitung. Nein, bitteschön. Hallo, da ist auch Oberleitung dran. Ach so. So, okay. Ich war jetzt so ein bisschen irritiert. Das geht. Dann sollte das eigentlich auch gehen. Nicht? Ja, dann muss ich den Winkel noch ein bisschen. Ja, genau. Aber den Winkel so minimal wie möglich. Ja, das ist ein bisschen. Haben wir dann 60 und 80, sei es drum, und das schließen wir dann so dran. Aber schön, paar schöne Überfahrten, ein paar schöne Tunnels. Tunnel weiß ich, ja, das ist so heiß, aber sagt auch gerne mal Tunnels. Ja, mit Oberleitung natürlich weiter. Ich lasse aber doch noch mal ein bisschen weiterlaufen. No. Bis hierhin. Und dann direkt anschließen. Ja, 130 sollte auch noch akzeptabel sein. Ja, und dann den Bogen rüber. Und dann sind wir da schon. Ah, okay, kein Problem. Dann machen wir das von dahin. Dann passt das auch. Und die Parallelstrecke. Sollten wir auch komplett nicht fertig kriegen. Dann dauert da. Man vertut sich immer. Was manchmal dann doch so teuer ist, denkt man gar nicht. Das ist eine lange Strecke. So, nächste knifflige wird hier jetzt sein. Das ist echt die Frage, ob hier das Tunnelportal hinpasst. Und das wäre wirklich optimal, wenn man dann auch noch die das Tunnelportal doch erst dahin. Okay. Das heißt dann anscheinend doch tatsächlich. Das weg. Oh, 2 Millionen. Nur die Dinger wegzumachen, das ist ärgerlich. Oder wisst ihr was? Oder ich mach's hier einfach durch. Bis dann auch, ja. Zwei Bahnübergänge hintereinander. Kritisch. Wisst ihr was? Dann mache ich das so. Ich mache hier wieder Trick 17. Na gut, dann ist sowieso der Monat rum. Dann bitte schön einmal schnell laufen lassen. Ein bisschen warten. Da kommt es mir vor, als ob die Zeit langsamer umgeht, obwohl es schnell eingestellt ist. Plus minus null. Oder ist das, weil ich hier die Liste auf habe? Keine Ahnung. Schön. Ach genau, stimmt ja. Hier wollte ich dann auch noch den Bahnhof, Anhalter Bahnhof machen. Dann ist das nämlich dann auch mit angeschlossen. Können wir das dann auch noch S1 und S2 ja, wieder einen Monat rum. Wie sieht's denn mit der aus? Oh, fast voll.
Finanzen. Bis jetzt haben wir Verlust gemacht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Nicht? Zurückbleiben, bitte. Okay. Zurückbleiben, bitte. Voll. Wollen die alle nach hinten hin? Nach unten, sag ich schon. Nach unten. Okay. Das überrascht mich. Dann bringt die Regional-Express-Strecke wohl doch was. Oder wird auf jeden Fall was bringen. Bin ich schon fest von überzeugt. Hm. Wie stockt das gerade so, ne? Kommt mir so vor, dass sie nun irgendwie wieder Stau oder so. Na, da sind wieder drei ineinander. Verstauen kann sie es eigentlich nicht. Ja, da fährt er weiter. Deswegen, ja, wieder ganz knapp. Ist doch gar nicht. Hm. Gerade ohne Probleme lief das. Und jetzt auf einmal. Schon sehr, sehr merkwürdig. Ich guck mal. Wird immer noch nicht ersetzt. 24 Verlust, 136 nur Minimalverlust. Ja gut, die Linie 5 Minuten Takt ist einfach zu wenig, glaube ich. Sonst sieht das eigentlich relativ gut aus. Eigentlich. Ja gut, bis auf die S-Bahn. Die S-Bahn machen alle Verlust. Ja, ausnahmslos. S3. Kürzere. Aber das sollte ich eigentlich hier mit den anderen, vor allem hier, 25, was eigentlich die Metrotram, jetzt muss ich überlegen, 17 ist, glaube ich, im Osten Berlins, von Norden nach Süden. Da müssen wir mal gucken, die könnte man dann auch irgendwann mal machen. Jetzt gerade bin ich irgendwie, keine Ahnung. Das ging doch gerade. Vielleicht. Aber wir brauchen bestimmt noch einmal den Ölzug. Na, der müsste eigentlich auch mal so langsam wieder reinkommen. Jo, da haben wir's. Das ist die Frage jetzt. Kann ich da schon? Na, wenn, dann will ich. Ah, jetzt ist natürlich das Fahrzeug im Weg. Will ich dann hier sofort schon den Bahnhof hinsetzen, damit ich weiß, wie ich hier langfahren muss. Aber ich glaube doch, ich werde das wohl alles abreißen müssen. Ich glaube nicht, dass ich da drumherum komme. Ist zwar ärgerlich. Aber was soll man machen? Gerade deutlich mehr Einnahmen. Dieses Jahr auch schon wieder 8 Millionen für neue Fahrzeuge ausgegeben. Sollte eigentlich auch mal so langsam gut sein. Mal schnell durchlaufen, sonst wird die Folge ja endlos lang. Das wollen wir auch nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt das hier bei schnell laufe, dann. Keine Ahnung, als ob ich hier irgendwie weniger. Weniger Gewinn mache. Keine Ahnung wieso. Jetzt schon Oktober und erst 52 Millionen Einnahmen.
300.000 haben wir. Das reicht nicht. Also irgendwas. Irgendwas passt da nicht. Würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich, dass wir in 2 Monaten jetzt nochmal 10 Millionen Einnahmen haben. Ja, dieser Ölzug müsste mal wieder kommen. Oder ich guck mal eben. So, Abrisswerkzeug. Da Busse. Ölzug kommt da gerade an. Fünf Millionen. Dieses Jahr erst. Okay. Keine Ahnung wieso. Weil wohl hier zu oft das Gleis belegt war, so wie das aussieht. Obwohl dieses Jahr auch davon kein Umsatz erwarten können. Dann gucken wir mal. Weil das ist ja ein guter Indikator. Hoppala. Schon zu weit, wann wir deutlich mehr Geld kriegen. Das ist eigentlich nur noch die Ecke und dann hinten am Hauptbahnhof. Da könnte ich so einfädeln. Das ist ärgerlich jetzt. Wirklich. Noch nicht mal voll. Okay. Na, jetzt könnte es vielleicht was werden. Auch nicht. Sehr, sehr merkwürdig. Zeigt mal zwar an, wenn ich einen Gewinn gemacht habe. Aber trotzdem. Am besten wäre natürlich, wenn er ungefähr Ende des Monats ankommt. Dann kann ich über das komplette Geld direkt so verfügen. Ist aber lange unterwegs. Oh, jetzt haben wir mal. Ja, guck. Oh. 1,7 Millionen. So lang. Okay. 42% nur. Aha. Ja, ich glaube, der Zug, der sollte dringend mal erneuert werden. Und das ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht. Das gibt's doch nicht. Und wieder genau dann an. Monatsende ist, Monatsanfang ist. Trick 17. Drei Millionen. Das ist es nämlich. Habe ich die nicht ersetzt? Jetzt will ich mal gucken, wieso der so alt ist. So eine alte Lok, ne? Fahrzeugersatz. Doch, sollte eigentlich. Also mit etwas Glück. Ist die Frage, sollen wir das jetzt machen oder das? Ach, wie teuer wäre das dann?
Frage, wie teuer die Lok? 2,4 Millionen. Sollte eigentlich gehen, ne? Geht bestimmt erst. Man wird auch nicht. Okay. Ja, und der Monat wird schon wieder rum. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber wieso hat er den nicht ersetzt? War doch genug Geld da eigentlich. Sei's drum. Wirklich ärgerlich. Sollte einmal. Ich habe jetzt auch das, was ich gesammelt habe, auch wieder hochgepokert und verloren. Dass man an mehreren Tagen dann vielleicht nur 20.000 Einnahmen hat, das wundert mich. Also, so viele Fahrzeuge. Dass immer noch so viel erneuert werden muss. Sehr, sehr komisch. Würde ich jetzt mal sagen. Ist natürlich auch der Takt schlechter, wenn man so eine alte Lok noch rumfährt. Eigentlich sieht das gut aus. 1 Million Gewinn. Oh. Ach, wieder zu spät. Wir haben nicht aufgepasst. Manu. Ja, ganz doch. Das ist als nächstes ganz wichtig auf der To-Do-Liste. Aber ich will hier endlich mal die Schräge fertig kriegen hier. Und ja, eigentlich. Geld machen wir wohl. Immer draufdrücken. Wir haben jetzt 3,3 Millionen. Ja. Es wird auch nicht günstiger, das alles abzureißen. Aber 2 Millionen brauchen wir auf jeden Fall. Nur für die Häuser abreißen. Ja, und von da müssen wir dann auch wieder rechts rum. Das kostet auch noch wieder Geld. Also. Ist nicht so einfach. Nur das so. Dann einmal line. Schweren Herzens. 1 Million. Ab wieso muss er denn da so riesen Dinge da stehen haben? Wenn er da nicht was anderes hinbauen. Natürlich am besten, ne? Aber soll's. Passiert ist passiert. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Aber was soll man machen? Da sagt er, dass Kollision ist. Hoppala. Oh, dann machen wir mal. Wieder von Anfang an. Geht's doch über eine Stunde schon. Ja. Jetzt sollten wir ja genug Geld haben, um das einigermaßen. Ist zwar hier. Wie gesagt, es ist erstmal eine Notlösung. Wenn wir mehr Geld haben, wird das noch auf jeden Fall korrigiert. Dann machen wir da noch weiter. Und schon kein Geld mehr. Dann so. Und jetzt müssen wir da wieder rüber, ne? Schwierig, ja. Wir wissen, wenn wir das eigentlich einfach tauschen würden, ne? Fühlt mich, glaube ich, am kommen und vor allen Dingen nach da hinten. Ich würde sagen, dann lassen wir das erstmal bis Potsdamer Platz. Laufen lassen. Oh, da geht das Handy. Einmal verwerfen. So.
bin ich wieder. War eigentlich nie weg. ja. Wie machen wir das? Machen wir das so oder so? Nein, ich mach das doch so, wie... Aber dann müssen wir das auch so machen, ne? Das ist wirklich übel. Ich mach das jetzt so. Das, Rohrleitung weg. Ich habe gerade das Ding nicht mehr gesehen. Mach das so hin. Mach das so hin. Und so hin. Das wird ja dann sowieso passen. Dann, ja, er will dann wieder sofort dran snappen. Egal. Dann soll er das machen. Das ist wirklich fürs Erste die kostengünstigste Alternative. So. Und so. Und das machen wir, schließen wir dann so dran. Na. 300 bleibt. Das auch. Leihen wir uns noch ein bisschen was. Juhu! Und wir haben zumindest bis Potsdamer Platz den Anschluss. Ja, wenn das hier an der Yorkstraße nicht gewesen wäre, dann was ist da jetzt? Habe ich doch die Station. Ja, das kommt dann in der nächsten Folge. Dann machen wir unten die Station Anhalter Bahnhof da noch hin. Und ich glaube, ich werde das auch nur schaffen. Ein Zug. Was will er denn jetzt? Achso. Ach. Was hat er da denn jetzt wieder keine Verbindung gemacht? Ja. Sehr komisch. Ich werde es wohl auch nur schaffen, einen Zug drauf zu kriegen. Für 600.000. Das ist sehr optimistisch. Zumal ich ja jetzt auch noch auf. Nochmal weiter. Machen muss. Ja, wissen wir doch. Dann soll er endlich fahren da. Ich brauche hier die Gleise. Gut wäre natürlich, obwohl das sieht eigentlich ja recht gut aus. Das war schon mal mehr. Das will ich jetzt auch gar nicht riskieren. Hat er den ganzen Bahnübergang weggemacht? Boah. Sei es drum. Das ist sowieso egal. Ach, das hat... So wie der zig Sachen hier hat. Meine Güte. Also, hallo? So viele Einzelstücke, verstehe ich gar nicht. Gibt's ja nicht. Oh, endlich geschafft. Oberleitung, nein. Dann machen wir das da dran. Achso, ah! 64.000. Oh, da hab ich. Das reicht aber. Okay. Das freie Gleis.
Gleis. Machen wir das mal so. Ich glaube nicht, dass da die Konduktoren ist, ja. Müssen wir da die Straße auch wegmachen? Dann machen wir das. Dann lassen wir das da. Ich versuche hier jetzt noch. Ja, das geht. Aber die andere Richtung, glaube ich. Doch, macht er auch noch. Aber mit 40. Nur durch. Machen wir hier jetzt die. Ich bin ja nicht so. Oh. Auch noch mal Geld ausgeben. Na. Und dann so lang. Und dann noch, komm schon. Ein bisschen entgegenkommen. Na. Ein bisschen entgegenkommt. Wäre nicht verkehrt. Das will er jetzt auch nicht machen. Nur so. Sei es drum. Dann ist das erstmal. Ah, wenn du es direkt dran macht, dann macht das. Auch nicht schlecht. Dann macht er das sogar so. Da machen wir so einen hin und dann machen wir so einen hin. Wieder kein Geld. Eieieiei. Ich glaube, ich schaffe es noch nicht mal, einen Zug da drauf zu setzen. Auf die Strecke. Gibt's ja gar nicht. Ja, machen wir einmal so. Und dann kann ich ja geradeaus durch. Wollte ich ja eigentlich. Mach nur 230. Gleisbau immer so teuer? Also irgendwie kommt mir das gerade her. Das hat sich dann auch erledigt. Dann brauchen wir nur noch das machen. ja. Ja. Man muss alles passender setzen. Würde ich auch sagen, dass ich dann hier eine Kurve rummache. Weil ich kann auch hier die zwei Gleise hinmachen. Und dann vernünftig einfädeln und den Bogen dann größer machen. Aber ihr wollt ja auch eine Mitfahrt sehen und ich will auch so langsam die Folge zum Abschluss bringen. Signale, nächste Folge. Ich bitte um Entschuldigung oder um Verständnis, besser gesagt. Ja, ein Signal packe ich jetzt sowieso nur ein Zug drauf. Ein Signal brauchen wir. Einfallsignal, genau, das machen wir dahin. Ja, dann eben schnell. Soll ja nach Spandau sein, ne? Das wäre dann die. Ich bitte nochmal um Entschuldigung, da muss ich noch einmal auch rüber. Das wäre dann die RE4. RE4 und da sind wir wieder. Und jetzt muss ich immer gucken. Tempelhof, ich muss hier einmal drehen und dann wieder zurück. Das hat viel Geld gekostet. Aber oh, guck mal da. Ist da dann S2? S2 wird jetzt irgendwie. Immerhin haben wir schon mal ein Depot gebaut. Schon mal Vorbauleistung. Gucken wir mal, Triebwagen, was haben wir denn? Jetzt gucken wir mal, endlich elektrische Triebwagen. Am besten das, was auch in, ja, Metronom. Ich glaube, fährt aber nicht als Flirt. National Express. Zweiteiliger. 1,3 ab. Selbst der Kleine
viel zu. 1,6 Millionen Lecofani. Ja. Millionen. Mhm. 1 Million. 1,3 Millionen. 3,7 Millionen. Selbst die kosten auch 2,7 Millionen. Boah. Noch 2 Millionen. Den haben wir unten auch nochmal, ne? Flat. Emu 13. 160. Fernverkehrsausstattung. 220 Meter Länge? Nein. So lang nicht. 1 Million! Freut mich mal. 1 Million. Ja, ich gerne kaufen. Ich will da nicht genug Geld, das war klar. Ja, dann lasse ich das nochmal. Das nochmal schnell vorlaufen. Vielleicht schauen wir das doch nochmal. Ich bitte um Entschuldigung. Das war alles ein bisschen anders geplant. Aber sei es drum. Ich glaube, der eine Zug, der wird auch nicht so viel. Der Takt wird, glaube ich, vielleicht 10 Minuten Takt sein, wenn wir Glück haben. Und auch nicht. Ja, sieht jetzt gerade wieder ein bisschen schlechter aus. Ich hoffe ja immer noch, dass wir mal die. Der Ölzug, wie man nochmal kommt, der wird dann ordentlich. Wenn man Ende des Monats drankommt, da hätte man wirklich ordentlich Geld. Deswegen gucke ich jetzt auch mal. Hoppala. Da ist er schon wieder. Da ist er. Die Linie wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den Zug haben. Er fährt jetzt gerade noch mal runter. Gibt's ja nicht. Wieder Anfang des Monats kommt er da an. Oh, dass ich irgendwie extra machen würde, ne? Um mich zu ärgern. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Oder erklären. Ich hab zu lange gewartet. Drum. Millionen. Ich glaube, wenn ich den Zug nicht hätte, wir würden dick und fett im Minus sein. So, jetzt haben wir hier aber. So, jetzt aber. 2. Na komm schon. Komm schon, komm schon. Ich kann nicht doch zwei Züge draufsetzen. Vielleicht sogar zwei relativ große. Ja. Währenddessen ich hier wild rum zappe und klicke, hoffe ich, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Und für alle, die mich noch nicht abonniert habt, können dies gerne tun. 4 Millionen sollte reichen. Ja, für alle anderen würde ich sagen, bis dahin und ciao schon mal. Und Mitfahrt gibt es jetzt auf jeden Fall. Ich könnte sogar 4 Millionen. Könnte
könnte sogar 3, 8, 4, jetzt muss ich mal gucken, könnte ich sogar 3 von denen? Ich glaube, 3, 3, 3, nein, 3 gehen, was laber ich denn da? 3, 6, 12, 18, 3 von denen könnte ich... Doch nicht. 58.000. Fehlen da. Ah, das sind 19. Ah, das ist ein Tag nach. Okay. Sei es drum. Dann habe ich das als Reserve für die nächste Folge. Ja, wie gesagt, für alle die, die mich noch nicht abonniert habt, würde mich freuen, wenn ihr das tun würdet, ein Like da lässt, wenn euch die Folge gefallen hat. Ja, die war wieder sehr chaotisch mal und sehr lange. Hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und an alle anderen würde ich sagen, bis dahin und ciao. Und nicht vergessen, da gibt es auf jeden Fall eine Mitfahrt. Also, bis dahin. Ciao. Achso, ja. Das, jetzt bin ich doch nochmal da. Die Linie sollte man natürlich noch einrichten. Bevor ich das offscreen mache, lasse ich das jetzt auch nochmal anhängen. Telto. Nach dahin. Nach dahin. Fährt er dahin. Na. Das geht aber schnell. Das ist ja... Potsdamer Platz, Hauptbahnhof und dann wieder zurück. Und dann bin ich das an der Strecke, an dem Bereich nicht hält. Und da. Okay, ja, jetzt würde ich aber sagen, das war RE3, 4. Ah, das muss alles seine Richtigkeit haben, auch wenn es mal ein bisschen länger ist. RE4, okay, das wollte ich doch nur wissen. So, da haben wir es. RE4. Hoppala. Telto. Hauptbahnhof. Wie gesagt, wird verlängert bis nach Spandau. Das in einer der nächsten Folgen. Und jetzt aber wirklich. Bis dahin und ciao.